Grüß euch, ich bin's. Ich hatte ja versprochen, dass ich nochmal das Freezer Paper zeige, was man damit machen könnte oder kann. Ich hätte jetzt damit mit euch dann Pockets gemacht und hätte euch auch gezeigt, was man noch zum Beispiel machen könnte. Und zuerst, die Bestempel kennt ihr ja schon, die sind im neuen Release. Was heute kam, ist zum Beispiel jetzt Geschenkpapier. Das ist 100 Milligramm dünnes Papier. Muss schnell aufstehen, mein Hund stellt irgendwas an. Hanni, was rennst du über den Wohnzimmertisch? Wo sind wir denn? So, bin wieder da. Mein Hund hat gemeint, Frauchen schaut nicht hin. Also können wir mal einen kurzen Umweg über den Tisch machen. So, ich habe ja gesagt, habe ich auch im Shop schon drin. Zum Beispiel dieses Geschenkpapier. Das ist hinten weiß. Und dann kann man sich das klein machen oder in groß lassen. Das ist 50 x 70 cm. Ich habe jetzt nur als Beispiel das mal schnell mit Isabel bestempelt, mit den Stempeln von Cats on Apple Trees, damit man ungefähr was sieht. Könnte man natürlich auch mit den wunderbaren Tulpen machen, die wir ja im neuen Release mit dabei haben und bestempeln. Ich habe es in hell, in beige, in so Flieder. Also ihr müsst schauen, es ist drin in drei verschiedenen Farben. Und also da kann man ganz viel machen. Könntet ihr jetzt auch zum Beispiel hernehmen, zwar jetzt nicht mit diesen Stempeln, sondern mit anderen, und könntet da eine Pocket draus machen mit dem Freezer Paper. Lege ich jetzt mal kurz weg. Brauchen tut ihr, nur kurz, damit ihr es wisst, ein Bügeleisen, das Freezer Paper und dann Servietten oder was immer ihr wollt. Ich habe da was vorbereitet. So, nur ganz kurz noch zum Shop. Das sind so halb und halb, so Ockerfarben in Weiß und in Ocker. Dann haben wir es wieder, wie die Susanne auch toll findet, in diesem Sandton, halb und halb, halb weiß, halb Sand. Dann habe ich mir gedacht, jetzt kommt ja dann der Sommer, in Blau und in Weiß, fand ich auch ganz toll. Und dann haben wir die Ostertattoos. Ich hoffe, man sieht es. Isabel hat es heute schon ausprobiert, darum ist da ein Loch drin. Die muss ich morgen noch reintun, die habe ich noch nicht drin. Könnte man zum Beispiel auch schön für Kerzen oder für Ostereier oder Keramiktasse, könnte ja sofort wieder runterspülen. Das müsst ihr einfach ausschneiden. Dann müsst ihr den Gegenstand, ob Haut, ob Keramik oder sonst was, sauber machen. Dann schneidet ihr das schön aus, wie es halt ist. Und dann nehmt ihr das, drückt es mit der farbigen Seite dann auf euren Gegenstand. Ihr könnt es auch auf Eier zum Beispiel machen. Geht ein bisschen, da ist hinten die Trägerfolie. Also ihr müsst die obere Folie natürlich erst abziehen, dann seht ihr das Bild. Und dann geht er mit ein bisschen Wasser da drüber und zieht von hinten dann diesen Karton ab. Und dann bleibt das Objekt eurer Begierde auf dem Ei oder auf dem Keramik oder was auch immer ihr da benutzen wollt, bleibt euch überlassen. Auf jeden Fall fand ich die ganz witzig für Ostern. Und dann haben wir noch in diesem Sky Blue, so mit unten dem Rand wieder, damit man da auch was hinstempeln kann. Und dann dachte ich mir, in Rosé, das würde sich ja auch gut tun, jetzt zum Valentin oder überhaupt, die sind komplett gefärbt. So, das ist alles im Shop, könnt ihr dann auch schauen. Das sind die neuen Cardstocks, da kriegt er, oder Blankokarten heißen die, da kriegt er immer 10 Stück. So. Und was wir eben jetzt brauchen, was ich ja auch zeigen will, ist, ich habe mir jetzt hier einen Karton schon vorbereitet, weil ich noch mehr zeigen will. Also entweder nehmt ihr irgendeine schöne Serviette. Ich habe jetzt da einfach welche mitgenommen. Als Muster für das Freezer Paper. Oder Lucky, kommst du her? Ist die Nachbarin wieder gekommen. Oder ich habe mir jetzt hier so botanische Bilder, ich zeige es euch gleich, eingefärbt, schon mal mit Kaffee gestern. Das kann man auch schön hernehmen, da kann man Pockets draus machen, für die, die Journals machen. Oder hier so eine jetzt. Ich hoffe, dass man ein bisschen was sieht.
ist auch mit Kaffee eingefärbt. Und was man auch gut machen kann und daraus sich dann auch noch was machen oder eine Tasche machen kann und das dann bestempeln kann, das ist Büttenpapier. Und das habe ich gestern auch leicht im Kaffee gewälzt. Würde, ich hoffe, dass man es sieht, so ein bisschen ausschauen. Also das ist jetzt so ganz hell, kann man auch super hernehmen. Wie ist eigentlich im Endeffekt dasselbe wie Servietten. Und dann könnte man jetzt, wenn man Pockets macht, das sind so Botanical, die ich erst eingescannt habe und dann ausgedruckt habe, könnte auch hernehmen. Habe jetzt nur die Beispiele her. Niklas, schaust du mal schnell, was der da draußen ansteppt, bitte. Oder hier so eine Doppelseite. Könntet ihr jetzt für ein Album auch hernehmen mit dem Freezer Paper oder sowas. Ist alles halt jetzt dasselbe. Ich wollte es nur zeigen. Ich muss schnell weg, mein Hund stellt schon wieder Blödsinn an. Alles gut bei dir, Bellymaus? Entschuldigung, dass ich weg bin. Der leert den Müll gerade aus. Finde das super toll. So, und was ich gestern auch noch gemacht habe, um das mal zu zeigen, das ist so ein Freezer Paper. Das habe ich erst durch den Drucker geschickt und dann habe ich es mit Kaffee eingeweicht ein bisschen, dass so einen hellen Touch hat. Also es funktioniert und wie ihr seht, ist die gummierte Seite immer noch da. Fand ich auch ganz witzig. So, und jetzt wollte ich zeigen, was man damit machen kann. Dazu habe ich meine Distress Inks hergeholt und dann nehme ich mir diese Rolle. Jetzt muss ich nochmal weg. Ich habe meine Schere vergessen. Stress. Durch das, dass ich ja gestern schon rumgespielt habe, habe ich jetzt alles draußen auf meinem großen Tisch liegen. Also, ihr nehmt das, ich tue mir das Stück weglegen. Das Freezer Paper habe ich auch im Shop. Das kommt so auf der Rolle. Ich schneide mir jetzt da ein Stück ab, damit ihr das auch seht. Schwuppdiwupp. Schere bleibt liegen. Nur, also auf der einen Seite schaut das Papier dann ganz normal wie normales Papier aus. Könnt ihr auch weiter behandeln, wie ihr wollt. Und auf der anderen Seite ist es halt, da ist komplett gummiert. Jetzt sieht man es glänzen. Und das nehmen wir dann sozusagen wie Klebstoff zum Kleben und es verbindet sich mit dem Papier, indem das ihr es heiß macht. Ihr könnt es aber auch, ich schneide mir jetzt da ein Stück weg, was ich auch sehr oft mache, zum Beispiel schwuppdiwupp, es ist halt auf der Rolle, es rollt sich ein bisschen. Normalerweise lege ich mir das vorher zurecht, lege mir das ein bisschen mit dem Buch, mit zwei schweren Büchern, damit das hält. Ich habe es jetzt nicht gemacht, ist jetzt wurscht. Wir könnten es natürlich auch schnell festkleben. Links und rechts. Dann haben wir dieses Reingerudel nicht. Nehmen wir schnell unser Magic. Passiert hier nichts. Klebe ich mir jetzt links und rechts einfach fest, dass es hält. Das zeigen kann. So, ihr könnt nämlich das im Endeffekt genauso nehmen wie eine Folie
oder wie eine Jelly Blade oder wie ihr halt so eine Glasplatte hernehmt mit euren Oxides. Ich habe zu wenig Platz, wie letztes Mal schon gesagt, ich muss anbauen. Ich habe mir zum Beispiel so eine kleine Dose gemacht, wo ich meine Hauptfarben immer drin habe. Von den Distress mache ich ganz gern, da muss ich nicht ewig suchen. Und dann könnten wir jetzt zum Beispiel, gehe ich hier mit dem Gelb drüber, machen wir so ein bisschen Regenbogen. Würde ich jetzt hier einfach mit dem Gelb so ein bisschen drauf gehen. Dann können wir ein bisschen Pink nehmen. Einfach drüber gehen. Könnt ihr auch, habe ich jetzt nicht hergeholt, kann ich aber beim nächsten Mal noch zeigen, ihr könntet da auch super toll mit Alkoholinks drüber gehen und da euer Jupo-Papier mit reindrücken und das könnt ihr dann x-mal hernehmen, weil das so ähnlich ist wie das Lift-Ink. Jedes Mal, wenn ihr das Isopropanol nehmt oder wenn ihr Alkohol nehmt, dann macht ihr die Farbe wieder flüssig und dann könnt ihr wieder euer Jupo-Papier da reinstecken. Nehmen wir noch das helle Grün. Schwuppdiwupp. Und jetzt nehme ich ein bisschen Wasser. Da gehe ich jetzt so ein bisschen drauf. Und wie ihr seht, durch das Gummierte passiert dem überhaupt nichts. Und dann könnt ihr könnt übrigens auch mit den Distress mit Jupo-Papier arbeiten. Müsst ihr halt dann trocknen lassen, aber es geht. Drücke ich mir jetzt mein Aquarellpapier da rein. Schwuppdiwupp. Ziehe es hoch und habe einen Hintergrund. Dann wieder ein bisschen runter. Brauche ich schnell ein Tuch. Das sind so Sachen, die ich halt hin und wieder mache, wenn ich dran denke, dass ich das Papier auch habe. Das Freezer Paper. Ich denke nicht immer dran, aber es ist natürlich einfacher und ihr habt einen ganz schnellen Hintergrund. Machen wir da ein bisschen die Farbe weg, von dem Gelb auch. Dann habt ihr Regenbogenfarbe. Als Beispiel jetzt für einen Hintergrund. Und wie ihr seht hier, habt ihr immer noch die Farbe. Das heißt, ihr könntet es jetzt nochmal ein bisschen mit Wasser. Und dann habt ihr dünner. Können wir jetzt das, ich habe Jupo-Papier da. Nur meine Alkoholinks habe ich jetzt vergessen, damit ich das Video machen kann. Nicht mehr dran gedacht. Könnt das Jupo-Papier da reindrücken. Und dann hochziehen. Wenn es mag, jetzt. Und dann hättet ihr hier einen ganz hellen Hintergrund. Müsst ihr halt jetzt trocknen lassen oder auf der minimalsten Stufe von eurem Föhn könnt ihr das dann trocknen. Nie mit der vollen Stufe, weil sonst wälzt sich das Papier. Neiditschen. Dann könnt ihr da euren Farbverlauf machen. Müsst ihr halt jetzt ein bisschen trocknen lassen, aber kann man auch mit Jupo-Papier. Machen wir das weg. Viele mögen ja zum Beispiel auch Blau und Pink zusammen, weil es gibt ein schönes Lila. Und dann mache ich mir hier die Fläche einfach sauber. Schwuppdiwupp, wenn es mag. Mag nicht, braucht schnell Küchenrolle. Mag schon, aber ich mag die gelbe Farbe nicht. Nehmen wir ein trockenes Tuch und gehen darüber. Und das Papier schaut genauso aus wie vorher. Zeige ich euch jetzt gleich mit den anderen Stempelkissen. Nehmen wir Pink. Schwuppdiwupp, da wieder drauf. Dann nehmen wir wieder Blau. Ist das zu? Nehmen wir wieder das Blaue. Dann da unten nochmal drauf. Nehme ich wieder ganz leicht Wasser. Könnt ihr wieder das Aquarellpapier nehmen. Da könnt ihr auch schöne Text machen. Wenn ihr da so Pocket macht für eure Alben,
hätte dann schönen Hintergrund. Jetzt schon mal wieder so leicht rein. Und dann habt ihr wieder einen Hintergrund. Ich finde, das hat was. Da noch ein bisschen drauf. Da unten noch ein bisschen was vom Pink. Dann hättet ihr einen schönen Hintergrund. Und wie gesagt, wenn ich jetzt da noch mal mit Wasser drauf gehe, wie gerade, dann wird es hell. Und ihr könnt das, durch das, dass das ja gummiert ist, öfter machen. Also ihr habt da x Abdrücke, je nachdem wie dick ihr die Farbe nehmt, so viele wie ihr möchtet. Dann noch mal ins Blau. Da noch mal rein. Muss ja nicht immer alles so dunkel sein mit Farbe, kann auch mal heller sein. Und wer jetzt sagt, nee, das ist ihm zu wenig, so wie ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich es gern ein bisschen knalliger mag, tue ich da mir das ein bisschen runter, tue mir da jetzt noch mal Pink drauf. Leicht. Würde ich jetzt sogar das dunklere Pink kurz nehmen, haben wir ein bisschen Effekt drauf. Mal wieder mit Wasser. Dann gehen wir da noch mal rein. Schwupp. Genau. Da unten. Dann können wir es an der Seite noch machen. Und dann habt ihr das schön gemischt als Hintergrund. Könnt ihr jetzt mit dem Blau auch noch mal machen. Wo ich jetzt mal Papier hin. Also auf gut Deutsch, das Freezer Paper könnt ihr tausendmal hernehmen. Es bleibt, ich zeig's dann gleich, ich mach's dann gleich weg. Es bleibt euch erhalten, die Gummierung. Könnt ihr x-mal mit Wasser drüber gehen, es passiert nichts. Nehmen wir nochmal, damit man was sieht, ein bisschen das dunklere Blau. Und da seht ihr ja auch die Pünktchen. Das kommt durch die Gummierung. Tun wir nochmal Wasser drauf. Dippen wir das nochmal rein. Mit ein bisschen. Lass mal es runterlaufen. Würde ich jetzt am unteren Rand noch was hinmachen. Schwuppdiwupp. Und schon habt ihr euren Hintergrund. Ein bisschen verlaufen. Machen wir jetzt sauber. Ich würde fast eine frische Küchenrolle nehmen. Ein bisschen weg, da die Ecken, dass uns nicht runterläuft. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, womit man sich beschäftigen kann, wenn man dieses Freezer Paper hat. Und im Endeffekt könnt ihr, wie gesagt, auch mit Alkoholinks da drauf gehen. Nehmt statt Wasser Alkohol dann oder Isopropanol oder die Solution Blending und könnt dann euer Juku-Papier auch so wie ich jetzt gerade reinditschen, je nachdem wie ihr es wollt, und habt dann super tolle Hintergründe. Also da wäre das Freezer Paper auch toll. Jetzt tue ich das runter und zeige es nochmal, damit ihr das auch seht. Also dem Papier oder der Gummierung hat es nichts getan. Könnt ihr jetzt noch x-mal hernehmen, ohne dass was kaputt geht. Ich klebe mir das jetzt an die Seite, damit ich es morgen wieder habe. Und ich habe durch den Kaffee, weil ich die ganze Zeit im Kaffee gestern drin war, meine ganzen Finger sind noch schmutzig. Hab sie zwar schon mit Fingerbürste und was weiß ich, aber es bleibt halt, wisst ihr selber, immer was übrig. Machen wir hier mal schnell sauber und tun das weglegen, dass wir dann Platz haben. Für das, was ich zeigen wollte, lege ich jetzt da zur Seite. Das tue ich weg. Auch kurz weg. Von meiner Küchenrolle noch mal. Und leer war sie.
Achso, wenn ihr Büttenpapier, wie ich gestern zum Beispiel, färbt, egal wie, ich habe halt jetzt Kaffee genommen, weil ich das ganz spannend fand, dann nehmt zwei Stück, weil das Büttenpapier ist ziemlich dünn und das reißt euch dann. Und ich habe das Papier auch geknubbelt, damit es eben nicht so schnell kaputt geht, in den Behälter reingetan und dann ganz vorsichtig raus auf Mikrofasertuch und auseinandergezogen. Wie gesagt, schaut dann eben so aus. Ich habe aus unserem Vollautomaten Espresso rausgelassen, habe mir das in so einen Messbecher rein und da habe ich das so geknüttelt zu allen Seiten und reingetan, Mikrofasertuch gelegt, fast trocknen lassen und dann habe ich die zwei Schichten auseinandergenommen. So, das Papier schnell weg. Holen wir uns das Freezer Paper. Hier das ein bisschen weg, dass wir Platz haben. Mal schauen, wo ich meine Servietten hin habe. Ich nehme jetzt die hellste, ich glaube, das sieht man am besten, damit man das überhaupt einmal sieht. Nehmen da auseinander. Brauche ich nochmal schnell ein Stück von meinem Kleber. Weil das hat ja immer drei Lagen. Also nehmen wir uns eine Seite. Ich helfe dir gleich. Nehmen wir uns eine Seite. Ziehen uns das hier ab. Könntet ihr jetzt zum Beispiel auch einfärben. Ich bin aber jetzt ehrlich zu faul. Ich ziehe das jetzt schnell ab, weil ich muss meiner Tochter schnell helfen. Anders hinsetzen. Zweite Schicht. Vorsichtig runter. So. Dann hättet ihr jetzt hier die oberste Schicht mit dem Bild. Ich muss Isabel nur kurz anders hinsetzen, ich bin sofort wieder da. Schwuppdiwupp, schon fliegt mir das nächste entgegen. Kommt davon, wenn man nichts aufräumt und zu nichts kommt. So, schnell dir helfen. Gerade hinsetzen, damit du ein bisschen besser husten kannst. Alles gut? Okay. So, habt ihr also jetzt diese Serviette? Dann lege ich mir die zur Seite. Alles in Ordnung, Belli? Lege ich mir die Serviette schnell zur Seite. Aufpassen, dass ich nicht den Knopf wieder erwische. Von meinem Computer und sich das wieder automatisch abstellt. So, ich ziehe mir jetzt hier so ein Stück von dem Papier wieder raus, schneide mir das ab. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Schwuppdiwupp. Lege ich mir zur Seite. Platsch die Bumm. Ordnung machen, dass wir hier ein bisschen Platz haben, weil wir brauchen das Bügeleisen jetzt auch dann gleich. Wäre jetzt in der Größe, schauen wir, ob es passt. Ist natürlich zu schmal, war mir fast klar. Kommt davon, wenn man sich mit seiner Tochter beschäftigt. Macht aber nichts. Dann nehmen wir zuerst ein Papier, was ich hier habe. Das müsste passen. So, habt ihr das Papier und ihr legt euer Papier, was ihr wollt, auf das Gummierte. Das heißt, hinten habt ihr das Papier von dem Freezer Paper und oben habt ihr die Gummierung und da legt ihr euer Papier drauf. Ich muss jetzt mein Bügeleisen schon einschalten, weil sonst wird das nichts.
So. Machen wir auch gleich an. Habe ich jetzt schon an. Tue ich mir jetzt schnell zur Seite stellen. Hier nichts anbrennt. Gesundheit, Herr Hund. Lege ich schnell weg. Und ich lege mir da immer ein Handtuch oder irgendwas, was ihr habt, unten drunter. Ich muss anbauen, ich sehe das. Ich habe viel zu wenig Platz. Auf meinem großen Tisch drüben habe ich keine, nicht so viel Stecker und nicht so viel Platz. Habe ich zwar schon Platz, aber dann mache ich meine Workshops und dann müsste ich alles darüber räumen. So, habt ihr das Papier, habt ihr das? Ihr könnt auch ein Küchentuch nehmen, was immer ihr wollt. Dann nehmt ihr hier euer Papier, was ich ja hatte. Und dann nehme ich oben drüber Butterbrotpapier. Und lege mir das drauf. Und dann schaue ich. Sekunde. Das Bügeleisen ist heiß. Noch nicht ganz, aber fast. Und dann fange ich hier an, das festzudrücken. Dass sich eben diese Gummierung unten drunter löst. Niklas, könntest du mal schauen, was auf der Couch wieder los ist? Genau. Und danach liegt alles am Boden. Gehen wir darüber. Und jetzt leuchtet es auch rot, das heißt, es ist heiß. Auch an den Kanten hin. Schön drauf gehen. Und bitte das Bügeleisen ohne Dampf nehmen. Kein Wasser dazu, weil sonst hält es euch nicht. Außenrum. Kanten mit. Sieht man auch durch, dass das hier zum Beispiel noch nicht fest ist, dann geht er da noch mal drüber. Da war ich auch noch nicht. Ganz rundherum. In der Mitte das auch hält. Das Kabel nervt. Ist mir im Weg. Hier noch entlang. Eck. Man könnte schauen. Bleibst du ruhig? Dann könnt ihr schauen hier an dem Papier. Da klebt es noch nicht, weil das überlappt. Hier klebt es. Ich würde jetzt dann nochmal drüber gehen, dass es auch wirklich überall hält. Von der anderen Seite. So, da müsst ihr eben auch aufpassen, weil da oben war schon geklebt. Das bin ich dann nochmal drauf im Bügeleisen. Und schnell Bügeleisen woanders hinstellen, weil mein Hund unter mir ist. Tun wir das nochmal drauf, weil es löst sich auch, wenn das schon kalt war, wieder von der Folie. Also müsst ihr dann aufpassen, nicht so deppert wie ich. Gehen wir nochmal drauf.
Okay. So. Ich muss das Bügeleisen auf die andere Seite stellen. Und dann habt ihr jetzt das Papier sozusagen hier auf dem Freezerpaper. Und dann könnt ihr außenrum das Papier wegschneiden. Schwuppdiwupp. Noch mit dem Klebstoff jetzt da diese Löcher machen, weil ich denke, das Geknubbelte, das war jetzt zu dick, weil ich habe 200 Milligramm Papier genommen. Ich wollte wissen, ich habe es bis jetzt nur mit dünnem probiert, ob es da auch hält. Hat mich einfach interessiert und es hält bis auf die eine Stelle, wo ich vorhin zweimal drüber gebügelt habe. Also wie gesagt, ihr müsst aufpassen, wenn das kalt ist und schon klebt und ihr gebt mit dem Bügeleisen noch mal drüber, dann löst sich das. So. Schwuppdiwupp. Und dann hättet ihr jetzt zum Beispiel einen Rand oder einen Einband für ein Buch oder für ein Journal oder was auch immer ihr machen wollt. Das weglegen. Könnt ihr das, nehmt ihr das so, könnt ihr dann falten. Nach unten und nach oben, wie ihr das machen wollt. Oder ihr sagt, ihr wollt es nicht als Album nehmen und macht eine Pocket draus, könnt ihr auch machen. Ich wollte es jetzt zeigen für einen Einband, so kann man es auch wieder besser sehen. Also ihr habt innen drin das Papier, da könnt ihr dann drauf kleben. Ob ihr jetzt doppelseitiges Klebeband nehmt oder was anderes, ist ja wurscht. Auf jeden Fall könnt ihr da dann drauf gehen, weil das wie normales Papier ist und das weiter bearbeiten. Dann hättet ihr jetzt hier so einen Bucheinband. Und da bin ich vorhin, da ist zu dick. Das Papier geht übers Papier, drum klebt es dann auch nicht. Aber alles andere klebt. Seht ihr? Bom. Hier klebt alles Bombe. Nehmen wir uns nochmal das Papier her und schneiden das etwas größer ab. Nicht so wie vorhin, wegen der Serviette. Ich lege deswegen ein bisschen Butterbrotpapier drauf, weil ich immer Angst habe, Bügeleisen, Serviette, Papier brennt. So, habe ich jetzt etwas größer. Nehmen wir unser Serviettchen. Und das ist immer noch nicht groß genug. Ich werde irre. Wie wäre es, wenn man es vorher hinlegt? Gibt es doch nicht. Das seht ihr, das ist wieder so ein Vorführeffekt. Hebe ich mir auf für nachher, mache ich mir eine Innenseite, weil ich wollte einen Kalender machen, lege ich mir jetzt schnell weg. Das kommt davon. So, Pleiten, Pech und Panne. Wir haben ja 12 Meter. Ich hasse es, ich hasse es. So, legen wir die Serviette dran. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Naja. Aus Fehlern wird man klug. Gedacht, mein Augenmaß stimmt, aber heute nicht. So. Schwupp. Jetzt passt es aber. Schere bleibt da. Ich nehme das Papier auf die andere Seite. Dann habt ihr eben jetzt die Eisen ein bisschen rüber. Habt ihr hier die Serviette, müsst ihr dann hinlegen, dass es auch dann passt. Wie gesagt, es kommt halt von der Rolle und ist dann etwas
Ist überall drauf, ja. Brauchen wir das Butterbrotpapier wieder? Backpapier. Ich sage immer Butterbrotpapier. Lege ich mir jetzt wieder drauf, wegen der Serviette. Hol mir das jetzt ein Stück runter. Und dann bügelt ihr das genauso wie gerade. Mit dem Papier von mir. Nehmen wir jetzt die Serviette. Geht hier so am Rand entlang. Nächstes Mal tue ich das Bügeleisen auf die andere Seite. Das Eck. Und wieder so runter wieder. Wenn es dann unten bleibt. Bleibst du da liegen. Eben hier. Und da weiter. Schön ein bisschen anpressen. Jetzt wäre ich vorsichtig, weil wir ja eine weiße Serviette haben. Nicht, dass wir die dann anbrennen. Jetzt drehe ich es. Boah, das Kabel macht mir wahnsinnig. So. Hier über die Kanten. Können da zum Beispiel auch mit, ich habe es auch schon mit Reispapier gemacht, also es funktioniert. Und ich hatte ja auch schon ein Video gemacht, wo ich das mit dem Freezer Paper gezeigt habe. Aber leider ist es etwas untergegangen. Jetzt noch die Seite. Da drüber. So. Stehe ich schon am Boden. Schau mal, ob es auch schön ist. Wenn nicht, gehe ich noch mal drüber. Ja. Alle Seiten dran. Schauen wir. Da ist dran. Da ist dran. Nicht, dass ich jetzt durch das Drehen irgendeine vergessen habe. Nein, es klebt. Ich mache jetzt das Bügeleisen aus wegen meinen Hunden. Damit die nicht, ich habe sie jetzt am Boden stehen, da reinlaufen. So, schneidet ihr jetzt geradeaus, so wie ich es auch gerade gezeigt habe. Auf dem dunkelblauen Handtuch sieht man es natürlich jetzt auch besser. Und das wollte ich auch zeigen, also sobald ihr mit dem Bügeleisen drüber geht, ist es nicht mehr glänzig, sondern wird matt. Einmal die Seite. Auch weg. Schmeiße jetzt schon am Boden, hebe ich nachher auf. Und die Seite noch.
Handtuch weg. Alles gut bei dir? Setze ich mich hin. So, zeig das nochmal. Also ihr könnt das jetzt biegen, drehen, machen. Von der anderen Seite auch, da sieht das auch schön durch. Es klebt. Und jetzt könnte man sich zum Beispiel überlegen, man könnte ja so eine Pocket machen. Würde ich jetzt zum Beispiel von der einen Seite reingehen, noch ein Stück, und dann könnt ihr das falten und dann nehmt ihr die andere Seite. So falten. Gehe jetzt da nicht mit dem Falzbein drüber. Dann habt ihr hier zwei Kanten. Dann könntet ihr sagen, von unten her, die Lasche würde ich jetzt ungefähr, das ist mir zu viel, ungefähr so viel machen. Das ist aber immer noch zu viel. So. Würde ich jetzt hier unten so eine Lasche machen, auch falten. Und von oben mache ich ja ein Deckelchen, also falte ich mir das auch runter. Blume auf Blume, Stängel auf Stängel, würde dann passen. Und jetzt, nachdem ich es gefaltet habe, kann ich mit dem Falzbein drüber, dass ich dann die Kanten sehe. Da oben auch. So, dann faltet ihr das wieder auseinander. Falzbein hat sich verabschiedet. Nachher suchen. Faltet das einfach auseinander und dann habt ihr hier die Linien und ich schneide mir dieses Kästchen weg und das und die oberen zwei. Keine Ahnung, das ist irgendwo nach unten gerutscht. Macht nichts. So, schneidet man hier rein. Natürlich gerade. Und hier. Schwupp. Die andere Seite. Ich habe jetzt hier einen Schatten von der Schere. Das sieht man die Linie nicht ganz genau. Schneiden wir dann nochmal. Auch. Und hier. Ein Stück vergessen. Dass die Linien funktionieren. Ich bin, nee, da drüben nicht. Ich bin da etwas zu schief geworden. Bei diese, wenn ihr seht es an meinen Fingern, die werfen Schatten. Wartet, mein Rechner spinnt schon wieder. Ich hoffe, das funktioniert hat, dass ich noch im Video war. Schneidet man hier so ganz kleine
Eck weg. Wartet. Bis oben. Müsste eigentlich passen. Mal rüber. Drüber. Und das darauf. Und das darunter. Dann sehen wir, ob irgendwas überlappt. Nein, passt. So, nehme ich einen Kleber. Und mache mir da Klebstoff drauf. Und dass das auch hält. Schwuppdiwupp. Nehme meine andere Seite, leg die drüber und dann könnt ihr von unten die Tasche zumachen. Ich habe da das Eck extra offen, das könnt ihr nachher dann noch zukleben, damit es schneller geht und ihr nicht so lange warten müsst. So. Dann hättet ihr so ein kleines, wenn es richtig getrocknet ist, so ein kleines Täschchen, wo ihr was reintun könnt. Und ich mache immer ganz gern, wenn ich sowas mache. So, wo habe ich die jetzt hingeschmissen? Ich habe die gerade in der Hand gehabt. Entweder sowas hin, so ein Schmetterling oder eine schöne Blume. Meine Blume finde ich jetzt gerade nicht, macht nichts. Nehme ich den Schmetterling, klebe mir den, mache ich mir jetzt einen Strich hin, damit ich weiß, wo ich da den Klebstoff hin tun muss. Dass das ungefähr mittig ist. Mal hier den Schmetterling dann hin. Nur den unteren Teil mit Klebstoff. Ich nehme, wie ihr ja wisst, nicht den Tonic, sondern den von Pink Frog Design. So, halten wir uns das wieder ein bisschen hin. Schmetterling so ein bisschen schief. Kommt der Kleber raus. Einfach weg. Und dann könnt ihr die Tasche auf, wenn es natürlich getrocknet ist, und wieder zumachen. Habt dann Verschluss, ohne dass ihr da mit Nadel und Faden und was weiß ich darum machen müsst. Habt dann ganz stinknormalen Verschluss für eure Tasche. Könnt ihr ins Album tun oder für sonst was hernehmen, was eure Projekte sind. Ich finde es ganz spannend. Wird es auch noch mehr Videos geben. Mal schnell den Kleber zumachen. Die Glue Press oder die Klebepistole kommt auch wieder. Die ist bestellt, aber leider dauert zurzeit das am Zoll so lang. Und das ist nervtötend. Ihr könntet natürlich jetzt, wenn ihr sagt, okay, das gefällt mir so nicht, das ist alles so weiß, könnt ihr auch noch mit Braun dann das ein bisschen verblenden. Ein bisschen Braun und ich habe ja hier die Glasplatte. Ihr könntet jetzt auch das Papier unten drunter legen, wieder festkleben. Nehme das Papier unten drunter, dann geht die Farbe auch nicht weg. Dann könnt ihr nämlich von der Farbe, die ihr hier auf der Folie jetzt habt, profitieren. Und die Farbe dann immer wieder hernehmen. Ist er nicht verschwunden. Und wem es jetzt zu wenig wird, der tut einfach wieder da was drauf. Dann gehen wir rundherum. Von da oben wieder was runter.
am Rand entlang. Aufpassen, dass wir das jetzt nicht verknicken. Am Eck ein bisschen mehr. So. Oben noch. So. Und dann habt ihr so eine kleine Serviettentasche. Auf. Wartet, machen wir es auf. Auf Vintage gemacht. Eben das Papier, das könnt ihr zum Beispiel noch bestempeln mit einem schönen Schriftstempel. Hintergrundstempel hatte ich ja zum Beispiel auch im Adventskalender drin bei mir in der Gruppe. Kann man natürlich alles machen oder ihr lasst es so, wie ihr immer wollt. Auf jeden Fall habt ihr so eine Serviettentasche. Würde jetzt von einer Seite so ausschauen. Könnt ihr dann ankleben in eurem Album, also wie immer ihr wollt. Ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgekriegt und wenn nicht, einfach unten in den Kommentaren Fragen stellen. Ich bin jederzeit bereit und beantworte sie. Und es gibt noch mehr Videos, habe ich ja versprochen. Auf jeden Fall wollte ich jetzt das mal zeigen mit dem Freezer Paper. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann.